Es ist unter den Prequel-Fans der mit Abstand beliebteste Kampf von allen. Battle of the Heroes. Anakin Skywalker gegen Obi-Wan Kenobi. Nach 3 Jahren Arbeit ist nun eine animierte Version fertig, die der YouTube-Kanal Hello Bear in detaillierter Arbeit so gestaltet hat, als wäre er mitten aus The Clone Wars. Genau, das wird auf jeden Fall versprochen und genau das schauen wir uns heute gemeinsam an. Und damit auch Hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Und damit auch frohes neues Jahr 2024 hier auf dem Kanal. Ihr merkt, das sieht gerade so ein bisschen anders aus, weil hier der Großteil der Halle noch so ein bisschen von Silvester umgebaut ist und ich heute einfach nur provisorisch die Couch und die Lichter hingestellt habe, um jetzt ja, mir gleich mit euch gemeinsam endlich auch Battle of the Heroes im Clone Wars Style anzuschauen. Den Originallink, den findet ihr selbstverständlich auch unten wieder in der Videobeschreibung. Dementsprechend seht mir heute nach, wenn es ein bisschen halt. Aber seien wir ehrlich, wir wollen das Ding einfach nur schauen. Ist seit dem 30.12. draußen. Ich musste mich echt 2 Tage lang zurückhalten, das anzuschauen. Starten wir rein. Star Wars. The Clone Wars. Ja, sie haben auf jeden Fall den Original-Soundtrack genommen, das merkt man jetzt schon. Die Trailer von, also die kennt man halt, ne? Seit 3 Jahren ist das Ding halt in Arbeit. Ah, die Clone Wars-Szene, die verworfen wurde. Die Szene gibt's schon seit 1,5 Jahren animiert. You can't take responsibility for Ahsoka's decision, Anakin. How would you feel if I turned into a major disappointment? It's not the same. It's precisely the same. You took me under your wing and practically raised me. I'm your Padawan, just like Ahsoka was mine. How well would you sleep knowing I failed you? Not very well, I imagine. Luckily, that isn't true. Uiuiui. And never will be. Das Foreshadowing. Die volle Version davon solltet ihr euch auch mal anschauen. Die haben wir uns auch schon mal angeguckt hier. Die ist richtig, richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass der gleiche das war. To the Republic, to democracy! If you're not with me, then you're my enemy! Es sieht echt aus wie aus The Clone Wars, ne? Ich meine, die ganzen Dialoge, das Ende kennt man natürlich schon. I will do what I must. You will try. Oh, sieht das geil aus! Holy shit! Das Aufblitzen. Speed. Und auch diese Clone Wars Animation. Und Physik. Ich habe schon so ein bisschen Gänsehaut, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sinnlose Wirbel. Das fand ich damals auch immer schon so geil, ne, in der Originalversion, dass du halt die Umgebung, da diese kleinen Schnitte bekommst in dem Gang. Es ist wirklich großartig. Also diese 3 Jahre, die haben sich... Es ist viel Zeit. Aber holy shit! It doesn't have to end like this, Anakin.
The Empire will thrive under my rule, but you won't be alive to see it. Ich fühle mich gerade, als würde ich das erste Mal sehen. Wie? Also. Da halt mich. Also, was? Das Original ist ein Meisterwerk. Und ich hätte es nicht gesagt, ich bin großer Live-Action-Fan meistens, aber dieses Animationsding steht dem in nichts nach. Es fühlt sich wirklich an, als würde man das auf einmal nochmal schauen. Von neu. Duel of the Fates rein. Der Druide. Auch die ganzen Raucheffekte, ne? Die ganzen Partikeleffekte von der Lava. Das ist der Wahnsinn. Ey, hat das wirklich nur eine Person animiert? Ich meine, es gelesen zu haben. Das ist unglaublich. Das ist einfach nur unglaublich. Auch die Kamerafahrten, ne? Nicht nur die Dialoge, also auch das, was da drum geschieht. Da steht man auch drauf. Die arbeiten einfach nur, die beiden. Yeah.
Da war der Kampf halt vorbei. Das ist halt der High Ground. Das ist sowas von der Wahnsinn. Das hittet. Das trifft ins Herz, Leute. Wow, also das war... Holy shit. Oh! Es geht weiter. Der Hass, der ihn am Leben gehalten hat. Wir kriegen die Palpatine-Szene auch noch. Es sieht halt aus wie in The Clone Wars! Und teilweise noch besser. Kriegen wir jetzt das ganze Ende des Filmes mit? Ey, an den Macher einfach nur ein ganz großes Dankeschön. Das ist ein Dienst an der Star Wars Allgemeinheit. Thank you.
quasi eine geschnittene Fassung. Des kompletten Endes nochmal. Wahnsinn. Einfach nur der absolut pure Wahnsinn. Das ist sowas von großartig. Ich wüsste nicht mal, mit was ich das vergleichen sollte von einem Fanfilmprojekt. Klar, du kannst die visuellen Sachen vergleichen, aber die Arbeitszeit, die da reingeflossen sein muss, unentgeltlich. Sowas darfst du nicht monetarisieren durch die ganze Musik und Co. als Fanfilm. Lucasfilm. Wenn ihr einen Job zu vergeben habt, bietet diesen Job bitte dem Menschen hier an. Ich hätte vor so ein, zwei Jahren nicht mehr gedacht, dass dieser Film überhaupt kommt, weil es halt schon mal ein Jahr oder dann mal zwei gedauert hat und nichts kam, hat funktioniert. Großes Danke. Original abchecken, da bitte einen Kommentar und ein Like da lassen. Er hat sich's verdient und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Video. Euer Buddy.